Herzlich willkommen zu einem neuen Teise zockt. Und das ist so mega laut, ich kann überhaupt nichts hören. Momentchen mal eben. Ja, so schon besser. Wir zocken dieses Mal Metroid Zero Mission, das Remake zum ersten Teil der Metroid Saga. Eine Reihe, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, da ich sehr viel Lebenszeit hineingesteckt habe. Und auch mein absolutes Lieblingsspiel, die Metroid Prime Trilogy, gehört natürlich dazu. Und ich hatte mir überlegt, dass ich nach und nach jetzt versuchen werde, jeden Teil dieser Reihe auf den Channel zu bringen und zu zocken. Wann genau das kommen wird, in welcher Reihenfolge. Ja, doch, Reihenfolge weiß ich, und zwar chronologisch der Story nach. Aber in welchen Abständen, das kann ich noch nicht genau sagen. Los geht's auf jeden Fall mit der Zero Mission. Ja, und ich wollte auch viel mehr noch ansprechen, das habe ich jetzt sowieso wieder alles vergessen. Ja, gucke ich dann nach, reiche ich irgendwie nach oder erwähne ich später nochmal. Gut, dann würde ich sagen, bevor jetzt hier wieder das ganze Spiel schon im Titelbildschirm gespoilt wird, hallo, ja, dankeschön. Klicken wir mal auf Spiel starten und fangen einfach mal an. Mann, habe ich das lange nicht mehr gespielt, ich habe richtig Bock gerade, ey. Boah. Am liebsten würde ich ja sofort die Trilogy zocken, aber nee. Erstmal fangen wir hier an und natürlich auf normal, weil sonst ist es ja zu einfach, ne? Der Planet Zebes. Einst in friedvollen Zeiten war er meine Heimat. Lange bevor das Böse die Tunnelsysteme heimsuchte. Nun endlich werde ich die Geschichte meiner ersten Schlacht erzählen, die hier stattfand. Meine Zero Mission. Samus Aran. Richtig schön deutsch ausgesprochen. Weil ich keinen Bock habe, mich jetzt mit der Aussprache rumzuquengeln. Ja, Metroid, alles klar. Das Prinzip sollte soweit bekannt sein, wenn nicht, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ich gehe einfach mal kurz nach rechts eben, damit ich das besser darstellen kann. Wir befinden uns meist in einer Open World, dieses Mal 2D, später bekannt als das gute alte Metroidvania-Prinzip, denn sowohl Castlevania als auch Metroid bauen darauf auf. Ich komme jetzt hier nicht mehr weiter, denn wenn ich hier unten durchgehen möchte, kann ich dies nicht tun. Ich kann nicht kriechen oder sonst irgendwas. Ich kann hier oben allerdings nachschauen, dass es hier rechts noch weitergeht. Sehr offensichtlich. So, das heißt, um dort weiterzukommen, müssen wir erstmal ein Item finden, welches uns eine Fähigkeit gibt, dort weiterzukommen. Und das ist eben der größte Aspekt eines Metroid-Games, nämlich das Erforschen und Backtracking. Und jetzt werden natürlich viele sagen, hä? Backtracking? Das ist doch voll scheiße. Ja, das würde man natürlich vermuten, aber Backtracking ist sozusagen das Hauptelement von Metroid und Metroid schafft es irgendwie, das so umzudrehen, dass es nämlich mega geil ist. Und das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Wir haben gerade übrigens den Morphball erhalten. Ich muss aber noch viel erklären, deswegen einfach mal weitermachen. Jetzt können wir hier unten durchrollen übrigens, ne? Backtracking, ja, in den meisten Spielen scheiße, in Metroid aber geil, denn man wird dazu angeregt durch die Atmosphäre und auch durch Belohnung, die Umgebung genauestens zu untersuchen und zu erforschen. Und dadurch macht das Backtracking eben Spaß, denn man kommt immer wieder an Orte zurück und erfährt wieder neue Wege. Und das ist halt, wie gesagt, ein Prinzip, was heutzutage schon ziemlich bekannt ist, aber damals eben noch relativ neu war. Ein Grund, warum ich Metroid so liebe. Der andere ist zum einen die Atmosphäre und dann natürlich noch die Geschichte, ne? Die kommt natürlich auch noch dazu. Gut, wir befinden uns in den Händen einer mysteriösen Statue und kriegen den Weg gezeigt. Das war auch so ein Punkt, der damals, als das Spiel neu war, etwas kritisiert wurde, denn es war in älteren Metroid-Spielen immer so, dass man eigentlich nie wusste, wo es lang geht und es war halt wirklich alles am Spieler gelegen. Man war ganz alleine auf einem fremden Planeten, wusste überhaupt nicht, was abgeht und musste sich erstmal seinen Weg bahnen und nach rausfinden, wo es denn jetzt eigentlich weitergeht. Das hat man hier ein bisschen zurückgeschraubt, sodass man auch weiß, wo man ungefähr hin muss, aber natürlich wird auch nicht der ganze Weg vorgezeigt. Und deswegen stört mich das persönlich nicht, denn was ich finde, was immer das Geilste ist, ist einfach der Weg dahin, ne? Also das Hinkommen, wie komme ich dahin und neue Wege finden, ist halt das Gleiche, als wenn ich jetzt gar nicht wüsste, wo ich lang müsste. Wo ich dann teilweise auch ein bisschen verloren bin, weil wenn man die Spiele nicht kennt und einen Teil habe ich ja immer noch nicht gespielt, nämlich den zweiten, dann ist es teilweise doch ziemlich kompliziert und kann sich ewig in die Länge ziehen, was einen auch vielleicht die Lust verdirbt, wenn man dann nämlich noch mit dem Backtracking konfrontiert wird. Ich kann schon nicht mehr reden, ja. Man merkt, ich habe länger nichts aufgenommen. Aber was soll ich machen, ne? Ich kann mir das ja auch nicht aussuchen, wenn ich Lust habe. Aber ich habe in den letzten Tagen einfach so viel jetzt wieder Metroid gesehen und
gemacht und ach, ich habe einfach Lust drauf bekommen. Und ja, fangen wir deswegen einfach mit Metroid Zero Mission an. Gut, wir haben jetzt unser Ziel bekommen, das heißt, ich mache mich auf den Weg dahin. Hier zum Beispiel ist etwas... Ah, das war sehr geschickt jetzt. Sehr, sehr geschickt. Die Steine können wir kaputt schießen, aber da wir noch nicht sehr weit schießen können, kommen wir hier nicht durch. Gut, diese großen Rohrsysteme, diese großen, ja, Gänge hier, sind meistens sozusagen Haupt- und Angelpunkt eines Gebietes, wo wir uns dann immer hochhangeln und verschiedene Abzweigungen nehmen. Und dadurch, dass wir den Morphball gefunden haben, können wir jetzt hier durch. Und es geht langsam voran. Viele Wege stehen uns am Anfang sowieso noch nicht offen, deswegen ist das Ganze jetzt noch ziemlich linear. Später wird es aber noch richtig edel. Okay, wir bekommen unser zweites Item, dem Distance Beam. Ja, wie der Name schon sagt, können wir damit Distanz schießen. Und zwar schön weit bis ans Ende des Bildschirms sozusagen. Ja, hier richtig bam. Und stärker geworden ist er auch noch. Und ich glaube, hier gibt es direkt wieder ein Secret. Ich liebe Secrets. Oh yes. Nein, hier ist nichts. Schade. Ach Mann. Da will man irgendwas Cooles machen und irgendwas Cooles finden und dann verkackt man gleich wieder. So, jetzt können wir hier durch. Wir könnten jetzt natürlich auch zurückgehen und den anderen Weg nehmen, den ich eben gefunden habe. Ich muss noch einen Tick leiser machen. Das ist immer noch ein bisschen zu laut. So, aber ich gehe jetzt mal hier oben lang. Das letzte Mal Metroid Zero Mission gezockt habe ich schätzungsweise vor 3 Jahren. Ich habe das Spiel eigentlich noch relativ gut im Kopf, aber so die ganzen Wege weiß ich nicht mehr. So, jetzt befinden wir uns so ziemlich ganz im Norden von Brinstar. Nehmen wir mal Brinstar. Ist das überhaupt Brinstar? Brinstar. Genau. Und gelangen hier links zu einer mysteriösen Statue, die uns den Weg versperrt. 2 drachenähnliche Köpfe. Was hat das Ganze zu bedeuten? Wir kommen hier auf jeden Fall nicht vorbei. Und wie die Musik schon andeutet, hat es hier etwas ganz Mysteriöses. Haben wir es hier mit etwas ganz Mysteriösem zu tun? Was es damit auf sich hat, erfahren wir noch im Laufe des Spiels. Die meisten wissen sowieso schon, Metroid Zero Mission ist sowieso eins der meistgezocktesten Spiele, habe ich irgendwie so das Gefühl. Und irgendwie jeder hat das schon gespielt, habe ich so. Komm hier so ganz am Ende, komme ich hier auch noch? Naja, was soll's. Ne? Muss, ne? Was muss, das muss. So, boah, ey, wir werden erstmal überrascht. Einer der Standardgegner hier auf Brinstar. Immer wieder, wenn man in Metroid hier mal vorbeischaut, kriegt man es mit diesen Gegnern zu tun. Okay. So, jetzt kriegen wir auch schon unseren nächsten Wegpunkt gelegt. Ganz dort hinten. Und wie man sehen kann, haben wir keinerlei Anhaltspunkt, wie man da hinkommen kann. Der einzige, den man jetzt vermuten könnte, ist, wie man auf der Karte erkennen kann, in diesen Gang, der Weg, der nach rechts führt. Was logischerweise, vermute ich jetzt mal, der Weg ist, den wir vorhin schon gesehen haben, den wir nicht nehmen konnten. Und da mache ich mich jetzt wieder auf den Weg hin. Juhu. Und so geht es dann halt immer weiter, ne? Am Anfang vielleicht noch nicht relativ spannend. Ich kenne dieses Spiel natürlich jetzt auch schon relativ gut. Aber wenn man halt neu hier zukommt, dann sollte man schon hiermit vielleicht anfangen, um die Grundkenntnisse der Metroid-Serie sozusagen zu bekommen. Und sich mit dem ganzen System erstmal vertraut zu machen. Und dann ist das Ganze durchaus doch gar nicht mal so schlecht. Zumal man ja auch lernt, mit der Steuerung umzugehen. Und so weiter und so fort. Hier können wir noch nicht durch. Diese Tür ist rot. Andersfarbige Türen deuten immer an, dass wir eine andere Waffe oder ein bestimmtes Item benötigen, um durchzukommen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Ich glaube aber, das ist eine Speicherstation. Richtig, Mensch. Ich kenne das Spiel ja doch noch besser, als ich manchmal denke. Na gut. So richtig lang wird das Projekt allerdings auch nicht. Ich schätze mal, ja, wie lange kann man denn hier rechnen? Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich die Parts schneiden werde. Ich werde die natürlich auch nicht einzeln abmoderieren. Das mache ich ja sowieso selten. Und auch diesmal wieder nicht, weil das Projekt ist schlichtweg zu kurz. Das weiß ich nicht, habe ich jetzt keine Lust zu. Ich möchte das jetzt auch relativ am Stück zocken. Und ich schätze mal so mit einer Spielzeit von 4 bis 5 Stunden. Hier geht's ganz schön, hier ist ganz schön am Beben. Und ich meine, hier war noch irgendwie was versteckt. Wohl doch nicht. Ja, und deswegen vielleicht so um die 20 Parts. Ah, vielleicht. Zu 100% spiele ich es allerdings nicht. Also alle Items suchen, das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Denn das ist hier in diesem Spiel, also allgemein in den GBA-Teilen oder 2D-Metroids, ziemlich krass. Also
Da würde ich mich ja Jahre mit aufhalten, außer ich suche mir irgendeine Komplettlösung. Da habe ich eigentlich auch wenig Lust zu. Ja. Gerade erhalten haben wir den Raketenwerfer. Den können wir jetzt durch Drücken auf die rechte Schultertaste auslösen. Und damit gelangen wir auch durch die rote Tür. Da mache ich jetzt mich jetzt... Okay, boah. Ach, scheiße. Boah, Mann, den habe ich ja ganz vergessen. Da kriegen wir es auch schon mit dem ersten Miniboss zu tun. Ich verkacke gerade völlig die Steuerung. Wir müssen in sein Auge schießen. Okay. Oh, Mann. Ich war gerade so dumm. Ich habe tatsächlich gerade 3 auf einmal gefeuert. Das ist unfassbar. Ich schäme mich jetzt schon. Okay. Einmal noch treffen, dann haben wir es, glaube ich, schon. Hier an den Seiten können wir uns noch auffüllen. Auch Munition und so. Ja, perfekt. Oh, nee, okay. Er verschwindet schon. Ja, schade. Hätte ich jetzt dran gedacht vielleicht, dann hätte ich ihn im ersten Versuch besiegen können. Der hinterlässt uns nämlich auch noch etwas ganz Feines, etwas sehr Wichtiges, ein großartiges Bestandteil eines jeden Metroid-Teils. Aber naja, es wird nicht das einzige Mal sein, dass wir ihn treffen, von daher kann ich beruhigt weitergehen. Aber es wäre schon geil gewesen, hätte ich das jetzt im ersten Versuch direkt gepackt. Naja. Achso, und dann an Kanten können wir uns auch noch nicht festhalten. Gut, jetzt können wir hier durch. Ein neuer Weg wird uns offenbart. Und somit reisen wir weiter hier in Brinstar. Alles klar. Hier konnte man auch runter, glaube ich, ne? Yep. Okay, so die meisten Secrets habe ich, wie gesagt, noch im Kopf. Und was wollen eigentlich diese Fliegen, Mann? Die nerven ja voll. Meine Güte. Ich dachte, die bleiben da an dem Screen, aber nö, die kommen einfach mit. Alles klar, okay. Ich muss auch gleich erstmal nachgucken, ob man den Controller hört. Ich hoffe nicht. Aber wir werden sehen. Ach, ja, okay. Das ist ein Stein, den kann man nur mit einem weiteren Item, was wir noch nicht besitzen, zerstören. Von daher bringt uns das hier auch noch nichts. Ja, man kann am Anfang immer relativ wenig machen. Aber so ist das halt. Ne? Kann ich auch nicht ändern. Wir werden hier nicht das einzige Mal vorbeikommen. Na. Och Gott. Weil ich stelle mich erstmal hier zur Seite, warte, bis der Stein wieder da ist. Da ist er. So, jetzt. Jetzt, alles klar. Alles immer mit Ruhe und Geduld. Mann, ich bin ein bisschen hibbelig heute, weil ich habe so lange nicht mehr aufgenommen. Ich bin richtig in Euphorie gerade hier, also... Es macht mir sehr viel Spaß. Ich freue mich auch richtig drauf, jetzt das Game endlich zu zocken. Das muss irgendwie... Es sammelt sich immer so alles an. Man denkt so, ach, du könntest ja hier jetzt mal zocken und jetzt könntest du zocken und jetzt fang doch mal an. Und, oh, Moment. Moment. Ah, ihr Schlingel, hier haben wir auch gleich wieder was versteckt. Ja. Und jetzt muss es einfach mal entleert werden, weil sonst platze ich bald. Ich muss jetzt echt mal wieder was zocken, sonst geht das nicht. Noch einen Missile-Container erhalten. Jetzt können wir schon 10 tragen. Sehr gut. Diese Teile sind auch sehr nervig. Aber ich möchte jetzt nicht mal eine großartige Munition dafür verschwenden, denn von den Raketen haben wir, wie gesagt, nicht unendlich. Von daher immer schön draufballern. Immerhin bestimmt man selbst seine Schussgeschwindigkeit. Auch sehr toll. Hier auch ganz fies. Man kann hier einfach durch. Aber hier unten versteckt sich noch einer. Den habe ich auch immer noch im Kopf. Gar nicht schwer zu bekommen, aber doch leicht zu übersehen. Und da kommt wieder unser alter Kumpel. Und diesmal hole ich ihn mir aber, ey. Bam! Direkt ins Maul. Nee, nicht ins Maul. Ins Auge. Mann. Ah, jetzt kommt er zur Seite. Das war doof. Egal, ich habe ihn. Haha. Wirklich nicht schwer. Also, naja. Okay, und da kriegen wir ihn, den guten Charge Beam. Ja. Das ist doch eine tolle Sache. Denn mit dem Charge Beam... Mann, die Namen sind gar nicht so kreativ. Ich habe das irgendwie cooler in Erinnerung. Damals, wo man noch kein Englisch konnte. Und der gute Rache Beam, du, das war noch was. Na gut, okay. Jetzt können wir endlich unseren Schuss aufladen. Chargen. Und haben somit die gleiche Durchschlagskraft. Und ich glaube sogar noch eine etwas stärkere Durchschlagskraft als die Raketen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und da bekommen wir auch direkt unseren ersten Energietank. Das ist ganz einfach erklärt. Oben links seht ihr meine Energie und da kommt jetzt ein Kasten dazu. Das heißt, wenn meine Leiste einmal auf 0 fällt, kriegen wir das Ganze nochmal aufgefüllt und haben somit jetzt die doppelte. Ja. Davon gibt es, glaube ich, auch 20 Stück oder so, meine ich. So, wie kommen wir denn jetzt dahin? Jetzt habe ich schon wieder hier... Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo es weitergeht. Haben wir eben ein Item bekommen? Ah ja, den Charge-Spiel, genau. Ich gehe einfach mal rechts weiter. Upsala, da bin ich doch glatt in die Lava gefallen. Oder ich glaube, das ist gar keine Lava. Ich glaube, das ist Säure. Naja, die Säure, die tut auch weh, ne? Okay, wir kommen zum nächsten Gang. Und hier unten können wir die Tür öffnen. Befindet sich ein Kartenterminal. Sehr, sehr nice, denn hier kriegen wir die aktuellen Kartendaten rübergeladen, wodurch wir den Weg angezeigt kriegen, den wir nehmen müssen. Allerdings
Jetzt könnte man natürlich wieder einwenden, ah, das ist ja doof, dann ist ja wieder alles aufgedeckt, kann man ja gar nichts mehr erforschen. Doch, keine Sorge, es gibt auch noch genügend Orte, die nicht auf der Karte verzeichnet sind, die selbst gefunden werden müssen. Alles zu seiner Zeit. Oh, so, ich glaube, jetzt habe ich auch so ziemlich erstmal alles Grundlegende erklärt. Und es geht auch einfach weiter. Wie gesagt, so viel passiert ja eigentlich immer nicht. Man ist eigentlich immer auf dem Weg zum nächsten Ziel. Und das geht relativ flott, da ich ja auch weiß, wo dann immer mein nächstes Ziel ist, auch wenn es mir gerade mal nicht angezeigt wird. Okay, eine flotte Speicherstation. Und ich würde sagen, wir machen uns noch auf den Weg oben hin zu dem Ziel, was aktuell uns auf der Karte angezeigt wird. Und dann werde ich einmal stoppen, um das Ganze hier zu überprüfen. Denn in letzter Zeit ist es immer mal wieder öfter vorgekommen, dass irgendwas nicht gepasst hat am Anfang und ich mich hinterher extrem geärgert habe, dass das nicht funktioniert hat. Naja. Okay. Da sind wir auch schon. Die nächste Statue wartet mit einem Item auf uns und es ist die Bombe. Wieder so ein kreativer Name. Ja, Bombe. Aber trotzdem ist sie unschlagbar wichtig. Bomb. Zum Legen B drücken. Im Ballmodus. Auch im Ballmodus. Das ist ja auch süß ausgedrückt. Können wir uns noch einmal heilen, aber ich glaube, ich bin voll. Ja, bin ich. Mhm. Okay, so. Wir können jetzt Folgendes. Wir können, wenn wir im Ball sind, hier ein Bömmchen legen. Ein Bömmchen. Und uns einen Weg öffnen. Genau, und das war das Secret, was ich vorhin schon finden wollte. Aber da war ich mal wieder etwas zu voreilig. Tut mir leid. Na, na. Okay, so. Und noch ein Missile-Container. Juhu. So. Alles klar. Und wieder auf den Weg zum nächsten Ziel, ne? Achso, hier wird uns jetzt die Tür versperrt. Das hat den Grund, dass wir jetzt lernen sollen, wie erstmal mit dem Ding alles tun kann. Wir zerstören also dieses Ding hier. Dann kommen diese Käfer raus, die uns Energie absaugen. Die können wir jetzt mit den Bomben töten. Ja, das ist auch schon alles. Dann geht die Tür hier auf. Kommt immer öfter mal vor, wenn man ein neues Item bekommen hat, dass man den Weg versperrt kriegt und einen bestimmten Gegner besiegen muss. Und da geht auch meine Stimme gerade flöten. Superschön. Muss erstmal was trinken gleich. Entschuldigung. Und professionelles Räuspern. Aha. Gut, da können wir noch nicht hoch. Mit den Morphball-Bomben, ich falle natürlich ganz nach unten. Grandios ist das. Grandios, sag ich dir. Können wir an anderer Stelle weiter. Die habe ich auch schon im Kopf. Ich mache mich schon mal auf den Weg und renne dann geschwind zu einer Speicherstation, um meinen gewohnten Plan in der Tat umzusetzen. Juhu. Ach ja, ich finde es aber auch schön. Ihr werdet das merken, wenn wir irgendwann zu Super Metroid kommen, dass 1993, glaube ich, erschienene, oder 94 erschienene Metroid fürs SNES, dass sich der Spielfluss ganz schön geändert hat, und zwar zum Guten hin, denn dieses Spiel kann man wirklich grandios abhüpfen und abrennen, man ist eigentlich in ständiger Bewegung und wird nicht gebremst, und das ist halt auch sehr geil. Und trotzdem ist die Atmosphäre vorhanden, ne? Schon echt gut. Ach, guck mal, hier kriegen wir auch schon das nächste Ziel. Na, seid ihr gespannt? Also ich freue mich auf jeden Fall schon, denn es geht nach Norfair. Dem nächsten Gebiet auf unserer Liste. Wie es dort aussieht, werden wir dann ja erfahren. Und abseits der Karte, wunderbar, damit wir auch gleich nicht wissen, wie es dahin geht. Aber so muss das ja auch sein. Alles klar. Können wir hier irgendwie hinten durch oder so? Es sieht irgendwie so aus, als wenn man da weiterkommt. Ah nee, das kommt man, dann kommen wir von oben. Ja gut, okay. Alles klar. Genau. Ja, also Norfair meinte ich eben schon. Also das hatte ich doch richtig im Kopf. Wieso bin ich jetzt eigentlich hier runtergegangen? Gab es da einen bestimmten Grund? Ich glaube, weil man es jetzt zerstören konnte da oben, ne? Ja, ja. Das mache ich schon ganz unterbewusst. Weil ich hier immer noch am Erklären bin. Das wird auch irgendwie nicht rausgehen, glaube ich. Manchmal habe ich so Phasen, da möchte ich einfach zu viel erklären. Das kommt dann halt, wenn sich das so aufgeblasen hat, ne? Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Alles klar, das kürzt den Weg natürlich ein bisschen ab. Okay, und jetzt müssen wir aber trotzdem hier unten nochmal... Ups, da müssen wir hier nochmal runter, denn jetzt können wir ja auch... hier den Container holen. Und da müssen wir, hups, geschickt. Na, yeah. Ja, hat geklappt. Nein, das war doof. Oh, ich verkack. Ah, ja, ich hab verkackt. Ja, ja. Einmal noch. Okay, zack. Jetzt schnell hoch. Ja, alles klar. Muss man ein bisschen geschickt mit den Fähigkeiten des Morphballs spielen. Der bleibt Gott sei Dank bei kleinen Höhen noch hängen. Ich glaube aber nicht, wenn man jetzt aus... größerer Höhe fällt. Müsste man dann auch nochmal testen. Ach ja, die Geschichte. Oh, warten, springen. Alles klar. Ja, ich bin immer so schnell. Ich möchte immer schon weiter zum nächsten. Oh,
Dabei bin ich eigentlich ein geduldiger Zocker, habe ich auch schon mal erwähnt, ne? Eigentlich zocke ich immer in Ruhe und mit Ruhe und mit Ruhe. Okay, so. Ich glaube, ich gönne mir jetzt erstmal einen Berührungstee, sonst wird das hier ja nichts. Speichern und dann sehen wir uns gleich wieder für euch in ein paar Sekunden oder... Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gezockt. Vielleicht reicht es ja schon für ein paar. Dann wäre hier auch ein schönes Ende. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Tschüss.